Ja, welche Stalltypen haben wir auf unserem Hof? Wir haben eigentlich unser Projekt damals angefangen, wir haben mit der Weidehaltung angefangen. Wir haben Schweine auf der Weide gehalten, das war so die romantischste Vorstellung. Wir sagten, hey, das hat doch irgendwas mit tiergerechter Haltung zu tun. Das funktioniert auch super. Wir haben aber festgestellt, die Schweine sind eigentlich kaum auf der Weide. Sie waren immer im Stall zu 90% des Tages. Also haben wir uns überlegt, okay, wenn das Schwein gerne im Stall sein will, dann müssen wir uns mit Stallhaltung beschäftigen. Also haben wir angefangen, im Biobereich uns umzugucken. Dort gibt es sogenannte Tiefstreuställe. Das heißt, die Tiere haben ganz, ganz viel Stroh und man leert das Stroh quasi nie aus. Man füllt immer nur neues Stroh obendrauf. Das war so eine Haltungsform, die wir ausprobiert haben. Die war auch ganz toll. Es gibt viel frische Luft, es gibt ganz, ganz viel Stroh. Aber im Sommer zum Beispiel wird das Ganze sehr warm. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwo eine Haltungsform, wo wir das Stroh im Sommer dann auch was reduzieren können. So kamen wir dann zur dänischen Aufstallung. Wir haben eine Haltungsform gefunden, wo die Tiere in etwas kleineren Gruppen dann gehalten werden und wo sie im Endeffekt etwas weniger Stroh haben, aber tatsächlich das Stroh, wenn es mal schmutzig ist, die schieben das immer so ein bisschen an eine ganz bestimmte Stelle. Also sie bauen sich so ein bisschen ihr Kotnest. Daraufhin haben wir dann einen sogenannten Krullstall in Deutschland eingeführt. Ich glaube, wir waren die Ersten, die das so realisiert haben. Und da fällt jetzt Stroh ganz automatisch von der Decke, wie so eine Dusche. Die Schweine lieben das. Sie lieben das, wenn das Stroh unterfällt, da durchzulaufen und das rumzuschmeißen. Aber gleichzeitig treten sie jetzt eigentlich das dreckige Stroh automatisch in einen Bereich rein, wo ein Förderband das automatisch abtransportiert. Das heißt, wir haben nicht nur eine Toilette eingeführt, wir haben im letzten Schritt eigentlich so ein bisschen die automatische Spülung auch noch mit eingeführt und haben da, ich glaube, heute die hygienischste Art der Haltung. Und zuletzt haben wir den Aktivstall für Schweine gebaut. Das ist eine Idee, die auf die Landwirtin Gabi Mürixmann zurückgreift, die sich das ausgedacht hat. Das ist eine Art urbane Stallhaltung. Das heißt, wir haben dem Schwein heute alles geboten. Es hat einen Frischluftbalkon, wo es unglaublich viel Stroh hat. Es hat aber auch gleichzeitig auch einen Stallbereich, der, ich sag mal, eine Bereich ist etwas dunkel, das ist wie ein Ruheraum, da können die Tiere schlafen. Sie haben eine Küche, nur da wird gefressen. Sie haben aber auch einen Spielbereich, der unglaublich nass ist, wo sie sich suhlen können. Wir haben zuletzt eigentlich eine Stallform gebaut, wo das Tier frei wählen kann zwischen fünf verschiedenen Bereichen. Alle fünf Formen haben ihre Vor- und haben ihre Nachteile. Ich glaube, dass alle fünf Formen artgerecht sind. Wir werden alle Formen beibehalten, weil wir das schön finden und auch sauber oder auch wertvoll finden, das weiter zu untersuchen. Wie ist die Unterschiede zwischen den Stellen?